Ich hab schon gehört. Ich guck nicht. Achso. Die mag nichts. Mit deinen Pailletten, hä? Können wir jetzt alle auf die Kamera werfen? Ja, die ist heute. Ja, bist du schließlich auch eine junge Frau? Morgen! So, ich hole gleich die Pferde. Okay, dann. Morgen! Juli ist bald aus, stimmt, genau. 31. Juli 2000. Super! 31. Juli 2014. Ja, genau. Und ich bin da, die Sandra. Gut. So, dann geht's bei euch weiter. Wer fehlt? Niki. Der Niki. Der Niki. Gleich, der Niki hat heute einen Arzttermin. Bei wem fangen wir an? Andrea. Bei der Andrea. So, Andrea, bitteschön. Oh, die Claudina. Reinhard, Andrea hat das Foto schon. Marcel, sag mir nur einen Namen. Der Felix. Felix, wo ist dein Foto? Super. Gut. Reinhard, bitteschön. Nein. Kattel. Attacken. Lump. Schau her. Langsam. Marcel. Die Liane. Super. Gut. Reinhard, nicht so viel flirten. Schau her, Arbeit. Liane. Der Norbert. Der Norbert, bei dem wir es schwieriger machen. Ist es oder ist es nicht? Ist der Norbert schon urlaubsreif? Nein, er hat es geschafft. Super. Reinhard, schau her. Nenn uns das Wetter heute. Ein Ding. Danke. Wolkig? Ja. Und dann mit Sonne. Mit Sonne, okay. Und 25 Grad. 25 Grad, ja. Okay. In der Nacht? 17. 17? Ja. Was machen wir heute noch? Spielen und arbeiten. Spielen und arbeiten. So, dann
Das Beste kommt zum Schluss. Dicker? Der Speiseplan. Jetzt. Ja, also Fleisch, ein Stück Fleisch. Steak mit Pommes. Pommes hierzu. Salat und einen Nachtisch. Also, der Countdown. Der Countdown läuft. Heute gibt's ein Stück mit Pommes. Hierzu Salat und einen. Super, klasse. Und dann würde ich sagen, gehen wir zur Brotzeit. Mal zum Frühstück. Dass wir raus können. Und jetzt ist Frühstück. Frühstück. Fahren wir rüber. Christine, ne? Okay. Dann aufstehen, Klausi. Komm, gehen wir rüber. Wartest du, bis die anderen alle was haben? Schmeckt sein. Aber am Ofen verbrennen muss ich Mama, oder? Also die Förderstätte an sich, so wie es jetzt im Moment gibt, gibt es tatsächlich erst seit einem Jahr. Vorher hatten wir Fördergruppen, die dann auch im Haus 2, im Haus Wolfgang Feiler, untergebracht waren. Es waren aber eher gemischte Gruppen, wo eben auch Leute waren, die aus dem Arbeitsbereich waren. Und vor gut 10 Jahren hat man beschlossen, dass wir eine eigene Förderstätte bauen wollen. Und letztes Jahr sind wir dann in Betrieb gegangen. 2011 war Grundsteinlegung und seit 2013 gibt es die Förderstätte. Die Förderstätte in Lappersdorf hat im Moment 4 Gruppen. Allerdings sind wir schon wieder dabei, dass wir die Förderstätte erweitern. Wir werden im September, also Anfang September, eine 5. Gruppe eröffnen. Im Moment betreuen wir 35 Leute mit schwerer Mehrfachbehinderung. Es geht um erwachsene Menschen mit schwerer Behinderung. Und ich denke, da ist Arbeit einfach ganz wichtig. Und das Gefühl zu geben, okay, ich bin in einen Arbeitsprozess eingebunden, ich bin vielleicht auch in einen Arbeitsprozess für eine große international tätige Firma eingebunden, das ist schon was, was wir versuchen, jedem zu vermitteln. Und natürlich nimmt die Freizeitgestaltung einen ganz großen Stellenwert in der Arbeit bei uns in der Förderstätte ein. Freizeitgestaltung heißt für uns rausgehen, spazieren gehen, sich in die Gesellschaft integrieren, Inklusion versuchen, heißt für uns miteinander spielen, heißt Musik machen, heißt backen, heißt lebenspraktische Tätigkeiten erlernen, erfahren, heißt entspannen im Snuselin-Raum. Ja, viele Sachen, die man sich unter Freizeit vorstellen kann, werden bei uns in der Förderstätte einfach durchgeführt. Normales Leben bedeutet für uns in der Früh aufstehen, in die Arbeit gehen, einen zweiten Lebenspunkt zu haben, wo man sich gebraucht fühlt, wo man das Gefühl hat, okay, da muss ich hingehen, damit was vorwärts geht. Jeder von uns braucht Bestätigung im Leben und ich denke, genau das ist auch ganz wichtig in der Arbeit mit Leuten mit Behinderung, dass man ihnen das Gefühl vermittelt, okay, ihr seid wichtig, wir brauchen euch, wir brauchen eure Hilfe, auch das zu bestätigen, wenn du nicht da gewesen wärst, dann hätten wir das heute nicht geschafft. Thomas heißt er, Thomas Holz. Das darfst du alles da reinschreiben in die Zeile. Gott. Mhm, genau. Wichtig ist, dass man der Zeit lässt, gell? Geduld, kein Stress. Herrlich.
Hä? Mach ich oben schnell noch? Bis zur Mitte. Bis zur Mitte. Nochmal. Stopp. Stopp. Und jetzt lass es daher gehen. Super. Wieder ein Stück vor. Ja, alle haben vor. Super, Gasi! Gut, der war jetzt perfekt. Schau, die sind jetzt alle richtig. Also hat sich noch keiner bemüht. Können wir den wegtun? Nö. Schau, sind alle richtig. Können wir jetzt auch schon liefern. Hm? Ja. Gut. Dann tue ich die weg. Peter, schredderst du das gerade? Und dann da rein. Damit sie nicht verkleben, Christine. Also für Christine ist es eine sinnvolle Arbeit, weil sie feinmotorisch relativ fit ist und das wollen wir auch erhalten, dass sie das weiterhin kann. Und von daher ist es für sie eine gute Übung. Also halt Christine, guck. Erst rein, genau. Mir gefällt besonders an der Arbeit, dass ich hier Freunde habe, die wo auch von der Schule sind und mit denen ich ganz gut klarkomme. Ich bin seit 6 Jahren in der Förderstätte. Ich mache Karten, also die gibt es zum Verkauf und die Karten sind auch für die Firmen. Mache ich so Glückwunschkarten, Weihnachtskarten, Geburtstagskarten, verschiedene Karten. Also richtige Arbeit, oder? Ja, die sind alle super. Ja. Wir könnten höchstens die ganz hinteren da, weil da glüht er recht gut. Mhm. Also vorschlichten. Kennst du das vom Tom Hanks oder so, glaube ich, bei dem Inselfilm oder so, glaube ich. Du meinst mit dem Ball, oder? Ja, genau, wo den Willy oder wie der heißt. Mit dem Messer. Ja. Stehen geblieben. Ich habe 9 Leute auf der Gruppe und jeder hat einen ganz individuellen Bedarf, muss ich sagen. Für den einen ist es mehr Entspannung, Wellness, sagen wir manchmal auch scherzhaft. Das sind meist unsere Schwächsten, die ich jetzt in der Gruppe habe, die einfach mehr Wohlfühl brauchen. Also auch von Aufmerksamkeit, Ansprache, Zusprache, liebevolle Zusprache. Mal andere brauchen wieder mehr Action, mehr wo sich was rühren muss. Es gibt schon ein Förderkonzept, aber es ist sehr individuell, wie sie auch von der Tagesform her sind, was dann letztendlich mit ihr gemacht wird. Also wir haben so einen groben Wochenplan, der von Snuseln über Kreatives, über Musikangebote, sportliche Angebote und hauswirtschaftliche Tätigkeiten geht. Wir bieten im Haus pädagogisches Schwimmen an. Das ist einmal die Woche, jeden Donnerstag. Also wir sind jetzt gerade ein bisschen am Aufbauen von dem Ganzen. Es werden immer mehr Leute, die wir leider schon gar nicht mehr alle mitnehmen können zum Teil. Wir haben meistens 2 Betreuer dabei, manchmal auch 3 mit Praktikanten und haben so die Möglichkeit, 1:1 wirklich mit den Leuten was zu machen.
Es ist bei uns so, dass halt aufgrund vom Krankheitsbild einfach her, vom Spasmus her, meistens bei solchen Sachen, für die Leute ein sehr, sehr anstrengender Tag entsteht. Und von daher macht es für die Leute absolut Sinn, wenn man es auch merkt, dass sie quasi über ihrer Schwelle sind, dass man sie dann einfach mal zur Ruhe bringt, hinlegt, mit verschiedenen musikalischen Einheiten das Ganze begleitet. Einfach, dass sie einen Gang runterschalten, die Möglichkeit auch haben, einen Gang runterzuschalten. Auch so aussieht, wie du ihn dir erträumst. Dein Traumgarten ist wunderschön. Schau mal, da ist eine Ananas, ein Apfel und eine Traube. Was passt denn dann da dazu? Das sind Eier, passt vielleicht. Die Nektarinen dazu. Schau mal. Schau mal, Anni. Genau. Super. Was ist los? Jetzt kommst du wieder in deinen Rollstuhl. Abwärts. Hast du neue Schuhe, Katrin? Die sind super fein. So. Fährst du wieder nach Italien? Ehrlich, mit deiner Mama? Und fährt deine Schwester mit? Schön. Sag mal laut, ich verstehe dich mal. Ja. Stellt er da auch manchmal was an? Nee. Und du? Auch nicht. Seid eine langweilige Gesellschaft. Na. Ist da schon manchmal was los? Kindergarten. Also Dimitri findet, hier ist es alles mehr wie im Kindergarten. Du wärst lieber IT-Spezialist, gell? Ich habe dich lieb. Oh mein! Auto kaputt fährt Vater. Das hat einen Unfall gehabt. Dein Vater hat einen Unfall. Einfach so kaputt gegangen. Euer Auto ist kaputt gegangen. Meines. Deins. Ach so, das ist deins. Das ist auf dich angemeldet. Siebzehn. Also hier in der Einrichtung bin ich die Fachkraft für unterstützte Kommunikation. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Kommunikation zu unterstützen, und es ist wirklich wichtig, sie auch zu nutzen. Ja, es gibt verschiedene Beispiele. Unter anderem unterscheidet man zwischen dynamischen und statischen Modellen. Dynamisch wäre zum Beispiel die Augensteuerungs-PCs und bei den statischen Modellen eben diese Talker. Entweder der Step-by-Step, man drückt drauf und er spricht eine Nachricht, man drückt wieder drauf und die nächste Nachricht. Es gibt auch einen Super-Talker bei uns in der Einrichtung. Da hat man vier verschiedene oder mehrere Felder und dann kann man auf die einzelnen Felder jeweilige Nachrichten drauf sprechen. Die Leute in ihrem Individuum zu fördern, das beizubehalten, was sie schon haben, oder auch helfen und unterstützen, und es macht einfach Spaß. So, Christina, du guckst dir jetzt einfach mit deinen Augen auf das Display.
Hier herunten sieht man die Augensteuerung, gell? Und hallo, ich bin Christina. Genau, bei den einzelnen Symbolen, da leuchtet der rote Punkt auf. Und wenn der immer kleiner wird, dann wird es aktiviert. Und dann spricht er das, was hinter dem Symbol... Es freut mich wirklich, Sie zu sehen. Genau, hinterlegt es. Und du hast da ganz viele Seiten auf deinem PC. Ganz verschiedene Themen, Freunde, Familie. Du bist da Förderstättenrätin. Dank meines Augensteuerungscomputers kann ich endlich mit allen sprechen. Ich unterhalte mich gerne mit meinen Freunden und den Betreuern. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenzimmer von ihm nur träumen müsst. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die Stille. La terra coperto di baci, nello splendore dei fiori, un sogno pieno di luci, e il vento muoveva i campi, nel gioco dei miei pensieri, stormivano piano i boschi, nel chiaro di stelle sentivo. E la mia anima in volo al mondo le ali aprì per lande silenziose, la mia casa è lì. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die Stadt.